Key 1. Ach, hier ist ein Hebel vielleicht? Nee, das ist doch die Fackel. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Na, müssen wir gleich mal gucken. Jedenfalls gibt es eine Trivia zu. Und zwar dieser Ring, der raubt einem nämlich 10 Stärke. Und da gab es früher Leute, die haben mit Hilfe dieses Rings den perfekten Charakter gezüchtet. Denn das Gute war, man konnte mit dem Ring sozusagen diese magische Grenze der mehr Lernpunkte ein bisschen zurückschrauben, indem man mit dem minus 10 gemacht hat. Und konnte einige Lernpunkte sparen. Dann gab es Leute, die haben das Spiel bis hierher gespielt, ohne viel Punkte in Stärke auszugeben. Und haben dann mit Hilfe dieses Rings perfekt geskillt. Ziemlich abgefahren eigentlich. Das ist doch eine Tür, das sieht man doch. Nur warum zum Deivel geht die nicht auf? Hm, wir gucken mal, was wir für einen Tagebucheintrag bekommen haben. Dieser Orkschnur ist eine verdammt harte Nuss. Irgendwo in seinem Thronsaal muss es doch weitergehen. Ja, irgendwo schon. Vielleicht haben wir auch hier unten etwas aufgemacht. Nee. Ich glaube, das Ding da oben ist der Thronsoll. Thronsoll. Und ich glaube, da finden wir auch das tolle Rezept, wenn ich mich richtig entsinne. Gucken wir uns nochmal ein bisschen genauer um. Wir müssen ja jetzt hier... Sehe ich eine Drachenwurzel? Wie krass das denn, ey? Ist ja einfach mal eine Drachenwurzel. Na, hoffentlich brauchen wir keinen Kronstöckel für den Embala für Gastu. Ich mach mal ganz schnell Licht an, ja? Sehen wir ein bisschen mehr. Da ist der Lichtzauber, der gute. Der andere ist ein bisschen dunkel. So. So, hier sieht man natürlich die Tür ganz eindeutig. Und wir haben an dem Schalter gezogen. Wir haben auch die Truhe von dem Kerl. Dann würde ich mal sagen, untersuchen wir jetzt als allererstes einmal den linken Gang. Das ist ja einfach erstmal der nächste. Ihr werdet sehen, das lohnt sich für uns schon sehr, was wir hier noch finden können. Pedro? Verräter? Verräter, endlich habe ich dich gefunden. Bei uns Söldnern haben viele ihre Seele an Belia verkauft und trotzdem verspüre ich oft Skrupel, sie einfach abzuschlachten. Aber du, Drecksau, bist eine Ausnahme. Ich sollte dich gleich hier töten. Halte ein, ich bitte dich. Sie haben mich verhext. Ich hätte doch niemals aus freiem Willen das Kloster Innos verraten. Du weißt ja gar nicht, was ich die letzten Tage durchgestanden habe. Sie haben mir diese Stimme in den Kopf gepflanzt. Ich konnte mich nicht dagegen wehren. Der orkische Oberst hat mich tagelang verhört. Er hat mich ständig geschlagen. Verschone mich. Mich trifft keine Schuld. Du musst mir glauben. Serpentis gab mir den Auftrag, dich zu töten. Serpentis gab mir den Auftrag, dich zu töten, und ich pflege in der Regel, meine Aufträge zu erledigen. Bitte, nein! Das kannst du nicht machen! Ich kann noch von großem Nutzen für dich sein! Das musst du doch erkennen! Nenn mir einen Grund, warum wir dir glauben sollten. Nenn mir nur einen Grund, warum ich dir glauben sollte. Lass mich leben! Ich kann dir auch Informationen geben, die dir helfen werden, hier wieder herauszukommen. Du musst mich anhören. Na, anhören kostet ja nicht. Erzähl mir, was du weißt. Ja, natürlich. Ich sag dir alles, was du willst. Unter einer Bedingung. Du musst mich von dieser verfluchten Insel herunterschaffen, hörst du? Na gut. In Ordnung. Folge mir, ich bringe dich zum Schiff. Ich danke dir. Du wirst es nicht bereuen. Besser als die 3000 Erfahrungspunkte, die wir gerade eben bekommen haben, kann es sowieso nicht sein. Und deshalb, ich muss mal sagen, bringen wir ihn einfach mal zurück zum Schiff, ne? Seid ihr wahrscheinlich auch der Meinung. Das ist ja schon derbe gewesen. 3000 Erfahrungspunkte. Schön, dass wir den Pedro noch gefunden haben. Habe ich mich gar nicht mehr daran erinnert, dass der Kerl hier irgendwo gefangen war. Ist aber ganz schön bedrohlich, ne? Müsst ihr zugeben. Und sehr, sehr geil in Szene gesetzt, wie immer. Aber mit diesem Thronsaal von dem orkischen Oberst, da haben wir, glaube ich, noch einen Schalter übersehen oder irgendwie sowas. Ich frage mich, ob die Tageszeit hier eigentlich auch sich ändert. Oh, oh.
Was ist denn das jetzt? Wo kamen die denn her? Na, wir freuen uns ja über jeden Erfahrungspunkt. War schon seltsam. Neue Orks gespawnt. Da steht schon wieder einer. Was ist mit dem Schiff los? Ihr werdet doch nicht etwa... Oder doch, ihr Gauner. Wo ist außerdem meine Mannschaft? Hoffentlich ist das nur die Entfernung. Dass die noch nicht gespawnt sind. Ach, da sind sie. Puh. Oh, und Orks sind auf dem Lein. Oh. Alter, wie knapp. Nein. So, wo seid ihr? Alter Schwede, das war knapp. Ist Pedro unten gelandet, frage ich mich gerade. Pedro? Wo ist denn Pedro jetzt hin? Warum hört er nicht keiner auf mich? Die Jungs kümmern sich um alles. Dann gucken wir uns doch nochmal an, wo Pedro jetzt ist. Finde ich, ist einfach nur hängen geblieben irgendwo. Oder ist er geflohen? Das fände ich ja schon nicht so nett. Pedro. Pedeli Pedro. Wo, oh, Pedro, oh. Okay, haben wir das letzte Mal gespeichert? Ah, schon ein wenig länger her. Ja, na gut, dann ist der Pedro jetzt in den heiligen Hallen von... Ach nee, da ist er ja. Schön. So, da ist das Schiff. Ah, erstmal kümmern wir uns dann doch um die ganzen Orkis. Komm her, Mistvieh. Okay. Tot ist er. Okay, Pedro, da sind wir. Da sind wir. Ein stattliches Schiff hast du da. Du bist wahrlich ein großer Feldherr. Hör auf zu schwafeln. Erzähl mir, was ich hören will. Ja, natürlich. Womit soll ich beginnen? Wie war das mit dem orkischen Oberst? Er hat mir den letzten Funken Hoffnung genommen, jemals meine Heimat wiederzusehen. Seit ich hierher gekommen bin, fragt er mich aus über die strategischen Stellungen der Paladine in Korinis. Natürlich konnte ich ihm nicht viel dazu sagen. Wie auch, verdammt. Ich bin ein Novize des Volkes. Der orkische Oberst ist tot. Tot? Gepriesen sei Innos. Ich werde seine hässliche Fratze niemals mehr vergessen. Welche Unholde treiben sich noch so rum? Auf dieser Insel herum? Tagsüber sieht man oft Echsenmenschen zur Küste laufen. Sie tragen meistens sehr große Eier mit sich herum. Ich bekam nicht sehr viel mit in meiner Zelle, aber ich glaube, sie machen sich bereit, die Insel zu verlassen. Wie komme ich ins Innere der Insel? Es gibt einen geheimen Gang im Thronsaal des orkischen Obersts. Ich bin jedes Mal dorthin geschleppt worden, wenn er mich verhören wollte. Da habe ich es gesehen. Einer der Schamanen hat einen Mechanismus in Gang gesetzt, indem er an den Fackeln, die in dem Saal an den Wänden hängen, gezogen hat. Ich glaube, er hat erst die linke und dann die rechte Fackel gezogen, aber genau weiß ich das nicht mehr. Im hinteren Bereich öffnete sich plötzlich ein geheimer Gang, der bis tief in den Berg hineinführt. Wo dieser Gang endet, weiß ich nicht. Ich habe genug gehört. Such dir einen Platz auf meinem Schiff. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Möge die Macht Innos dich begleiten. Ich werde für dich beten. Wir haben noch an der rechten Fackel gezogen, nachdem wir an der linken gezogen haben. Komisch. So. Alles klar, Jorgen. Alles klar, Lee. Sehr schön. Alles klar bei den Jungs hier. Und welch ein Glück, dass wir hier nicht gestorben sind beim... Ja, bei diesem einen Sprung. Das war schon eine knappe Kiste. So, ich speichere am besten mal. Seht, da habe ich mich doch richtig entsinnt, dass man da nach Fackel ziehen muss. Außerdem sieht man das ja volle Kanne, dass man dort quasi die Möglichkeit hat, jedenfalls hinter den Thronsaal zu gelangen. Genau. Außerdem ist ja auch in dem Questlog davon die Rede, dass man ja da irgendwie weiterkommen muss. Und genau das ist ja schließlich auch der Fall. So, dann werden wir doch vielleicht erstmal die... Oh, der Sound, wenn man darüber geht. Werden wir doch vielleicht erstmal jetzt die rechten Seiten hier abkaspern. Und nicht unbedingt den Thronsaal.
Das bedeutet ja quasi, dass hier erstmal Ende ist und es dann dort weitergeht. Ich speichere kurz. Könnte fast den nächsten Lichtzauber rausholen. Hui! Okay. Schön, dass wir den nicht getötet haben. Wer ist hier? Trank. Trank. Hä? Schwer. Schwarze Perle. Sehr schön. Trank. Und da liegt noch ein Schädel. Den lassen wir mal liegen. Samt Skelett sogar. Den, ja, den brauchen wir nicht. Den schleppen wir nicht mit uns rum. Und was haben wir hier? Oh. Eine ganze Menge Mana-Tränke und Dämon beschwören vielleicht. Ist das Dämon beschwören? Das könnte Dämon beschwören sein. Nicht schlecht. Das wäre ein sehr, sehr wertvoll. Oha. Was für ein geiler Lagerraum. Ich glaube, demnächst wird es richtig dicke, ihr Lieben. Zack. Holen wir uns hier auch noch alles raus. 26 Gold. Ich glaube es nicht. Davon wird man nicht reich und nicht arm. Wer ist denn überhaupt begraben? Steht nicht mehr drauf. Na gut. Stolpern tun wir trotzdem über den Grabstein. Das ist stilecht. 100 Gold ist schon schöner. So, komm, alt mitnehmen hier. Wupp. Und die Truhe knacken wir auch noch. Rechts, nee, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Ah, einfach mal so, fast auf Anhieb. Schön, dass uns keine Dietriche mehr abbrechen. Das gefällt mir sehr. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, haben wir hier einmal den Kreis gemacht und ziehen dann doch nochmal an der Fackel im Thronsaal. Von diesem orkischen Oberst. Oh Mann, ist ganz schön bedrohlich hier mit den engen Höhlen. Uiuiuiuiui. So. Tja, geht aber nicht. Wahrscheinlich haben wir die eine Fackel zu oft gezogen. Jetzt. Und jetzt geht's vielleicht dort drüben. Oder hatte zuerst die rechte und dann die linke? Hä? Verstehe ich nicht. Nochmal, also, wir haben doch hier mit dem Typen gerade geredet. Aber es ist gerade nicht hier eingetragen. Na gut, also. Ich glaube, er hat gesagt, zuerst die rechte, dann die linke. Ach. Man muss sich hier so schrecklich genau da vorstellen. Okay. Nach oben. Und die andere auch nach oben. Okay, und jetzt die linke und dann die rechte. Links. Und ich. Ihr hört das, dass ich klacker? Rechts. Okay, wir müssen zuerst die rechte und dann die linke. Oh, das war wirklich hier sehr ärgerlich. Okay, nochmal beide nach oben. Die hier lässt sich viel leichter erwischen als die andere. Also erst rechts, dann links. Rechts. Und dann links. Okay. Vielleicht ist nach oben die Fackel anmachen. Erst links. Dann. Rechts. Nein. Ist es nicht. Oh, wie doof kann man sich denn anstellen bei so... Ah. Gut. Ich will mich da nicht drüber beschweren. Es hat geklappert. Besten ziehen wir gleich das Schwert und holen uns den ersten Suchenden, der uns ein beklemmendes Gefühl gibt. Hoffentlich nicht. Bis hierher hast du es geschafft. Damit kommst du nicht vorbei. Diese blöden Suchenden... Natürlich kommen wir an dir vorbei, du bist überhaupt kein Gegner. Oh, ich mag die nicht, die geben einem ein beklemmendes Gefühl, dass wenn man dann schlafen geht, dann heilt man sich nicht mehr ganz. Das ist eigentlich deren wirkliches Gefahrenpotenzial. Ich speichere am besten mal. Guck mal, ein Arschschuss. Zack. Da dachte ich, der andere Ex-Mensch wäre der, der den Schaden gekriegt hat. Okay. Hatten wir eigentlich volle Lebensenergie? Oder hat uns der Suchende so viel Feuerschaden gemacht? Hm. Und hier wurde also der Pedro verhört.
Ist ja schon eher weniger schön. Alter. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ob es auch Echsenmensch-Eliten gibt? Kann gut sein. Oh nein, Licht geht aus. Das mag ich nicht. Aber ihr Lieben, das ist genau der richtige Moment. Da ist ein Suchender. Da ist ein Echsenmensch. Oh, eine Höhle voller Gegner. Das ist genau der richtige Moment, um diese Aufnahmesession zu beenden. Denn eine Stunde ist schon wieder rum und ich möchte viel lieber ein paar Folgen rendern und euch hochladen, als dann irgendwie, nichts mehr hochzuladen heute, weil ich nicht mehr zum Rendern komme. Okay, ihr Lieben, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß an dieser etwas ruhigeren Folge. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen in diese ganze Let's Play-Sache. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder immer noch dabei seid. Und sage, mein Name ist Bernhard und ich wünsche euch allen einen schönen Rest der Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.